Servus, wir haben heute den 24.11. Wir werden jetzt den Mist fahren. Mit Mengele 6 Kubikmeter Mischdreier und dann die X470. Jetzt muss ich bloß schnell warten, weil auch dort seit nach mir ist gleich dazukommen. Den warten wir jetzt noch schnell ab und dann legen wir los. Hören der man schon? Allrad neu, da geht es steil runter. Und der Zug müsste jetzt gleich vorbeifahren. Da ist er. Das ist das Blöde da. Man sieht rechts und links schwer neu. Steil geht es hier an den Bahnübergang, da warten wir lieber nach der Uhrzeit. Wir fangen jetzt ein bisschen weit unten an, weil da haben wir noch einen Käferbaum, wenn man sehen kann. Den müssen wir dann umschneiden jetzt im Herbst. Jetzt lassen wir oben was frei, nicht dass wir mischt nach umeinander lernen. Vom Wetter her haben wir jetzt auch warten müssen, wegen der Wiesen. Jetzt geht es einigermaßen, dass wir fahren können. Und ihre Senken, da fange ich jetzt an. Fuhrer haben wir schon gefahren. Das ist jetzt 33 und es werden schon noch einige. Schöne Aussicht haben wir auch. In letzter Zeit war es wieder warm. Da ist der Schnee jetzt an die Berge wieder drin vergangen. Ich hoffe, dass ich ein richtiges Video auch noch machen kann, ein geschnittenes. Aber gerade ist die Zeit nicht dazu da. Auflegen werden wir gerade mit dem 6206er gemischt. Mit einem Grieserbacker 1614er. Weil der 1406er ist und der Silozanger dort noch.
der Wiesen werden wir jetzt so 16 Fuder gemischt brauchen. Jetzt ein bisschen was freilassen, dass ich dann noch durchfahren kann, dass ich nicht durch den Misch durch muss. Weil tausende Zapfen rein, der schneller geht, den Rest abzumlagen. Sonst müsste die Echse sich absteigen und den Vorschub ändern. Unten fängt ein kleines Murner am Moos an. Am Ende mache ich noch alles sauber, dass man auf der Straße kein Mist verliert.
fliegt bei jedem Schlagloch bloß der Mist runter und dann ist die Straße zerdreckert. In der Wiese haben wir einen Haufen Felsen drin. Muss man beim Mannhalbe aufpassen. Da auch über ganz starken auffallen, dass man die Wiesen nicht kaputt macht. Weil der Boulder doch nicht der leichteste ist.